Also, servus Leute, what's up? My name is LoiHD und ja, jetzt mal wieder mit einem Live-Commentary auf der Map. Keine Ahnung, auf welcher Map. Ich würde mir sagen, wir gehen erstmal in eine Runde rein. Damit weißt du, in welcher Map. Jetzt auf der Map. Overlord ist das hier, genau. Jetzt langsam kenne ich so die Maps, deswegen fällt mir das leichtere, das zu sagen, bevor ich da oben auf die Anzeige warten muss. Jo, Overlord, genau. Jo, warum ist gestern kein Video rausgekommen, haben mich welche gefragt, so zwei, drei Leute, also nicht viele, aber ist so die Sache, mir war gestern kurz übel, also ich habe geschlafen auch bis um 5 Uhr fast. Jo, dann habe ich probiert zu zocken mit meinem Clan und dann bin ich einfach auch irgendwann mal aus der Runde einfach rausgegangen. Jo, weil mir war einfach so kurz übel, ich wollte nicht mal sagen, ich gehe offline oder so, ich habe einfach PS3 ausgeschaltet, habe ich gerade wieder hingelegt und habe wieder gerade 2 Stunden gepennt. Jo, weil mir war einfach kurz übel und dann konnte ich einfach nicht mehr zocken. Ja, so ist das halt manchmal. Aber ich weiß auch gar nicht wegen was, ich habe nicht irgendwie getrunken. Also mir war auch noch Silvester jetzt schlecht, richtig. Am Morgen habe ich auch kein Video rausgebracht, glaube ich. Doch, ich habe schon ein Video rausgebracht am 1. Januar, aber das waren Videos, die ich ja schon alle am 31. Januar aufgenommen oder am 30. Und jo, weil... Wie gesagt, ich konnte gar nicht gestern, mir war so schlecht. War einfach nicht möglich. Guck mal, habt ihr gesehen, was die machen? Die haben sich gerade selber abgeschossen, so. Ah, leider habe ich nicht beide bekommen. Die haben sich gerade selber abgeschossen. Ja, egal. Juhu, jetzt mal gucken, wie die Runde ausgehen wird. Ich hoffe mal, das wird einigermaßen eine gute Runde sein. Wenn nicht, dann werde ich sie trotzdem reinstellen, weil... weil ich erst keinen Bock habe, dasselbe ganze Zeit wieder zu labern. Das finde ich einfach so scheiße. Wenn du beim Live-Commentary ganze Zeit über ein Thema redest und das ganze Zeit so lange machst, bis ein guter Endscore rauskommt, das ist einfach nicht der Sinn eines Live-Commentary, meiner Meinung. Live-Commentary ist zu reden, sein Bestes zu geben beim Zocken und das... Und die Sache ist, ihr wisst ja auch, ich habe manchmal meine richtig geilen Runde so 19-0. Ich hatte auch vor kurzem ein 23-0, aber habe es nicht aufgenommen. Also den Team Deathmatch auf jeden Fall. Jo, aber die Sache ist einfach, während dem Live-Commentary seht ihr auch jetzt. Ich war jetzt nicht gerade so konzentriert, als ich ihn abgeschossen habe. Ah, das war meiner. Jo, ist einfach ein bisschen schwerer, meiner Meinung nach, zu zocken und... Die YouTuber unter uns, die auch in Live-Commentary machen, die wissen das bestimmt. Ja, man sieht ja auch zum Beispiel Danny Burnish oder so, die machen auch nicht beim Live-Commentary immer so schöne Scores. Wenn sie so nur Gameplays im Hintergrund laufen lassen und dann reden, dann sind die Scores immer tausendmal besser. Ist einfach so meiner Meinung. Und jo, da habe ich den gesehen. Jetzt mal gucken, ob ich den kriege. Und beide hatte ich sogar, passt doch. Ah, hätte ich ein bisschen konzentrierter sein müssen. Naja. Einfach weiterhin konzentriert spielen. Ich denke mir immer so die ganze Zeit, ich darf mich nicht aufregen. Eigentlich bin ich so, gerade wenn ich nicht so Live-Commentary mache, denke ich immer so, Alter, wenn jetzt schon 10-2 ist, dann ist schon die Runde für mich versorgt, weil ich probiere ja immer meistens so auf 0 zu spielen und wirklich nur im schlimmsten Fall, dass ich einen Kill bekomme, weil... Und wenn ich das nicht schaffe, dann verkacke ich die ganze restliche Runde, weil ich denke, ey, das hat sowieso keinen Sinn mehr, wenn ich weiter gut spiele. Weil ich bin nicht so der Spieler, der auf meine KD achtet. Ich will Hauptsache immer gute Gameplays raushauen. Ja. Ist halt so mein... Ich merke gerade, mein Rücken tut gerade ein bisschen weh. Hä, wieso tut mein Rücken weh? Verstehe ich gerade gar nicht. Oh, wow, da hat einer auf mich geschossen. Mal wieder auf meine Hand. Und jo. Jetzt darf ich auch nicht die Reste runter verkacken. Weil das wäre dann auch nicht ganz so gut, weil das sind nur meine. Da macht mein Hund ein. Und wenn ich gleich zur Trinity-Rakete komme, ich werde die wieder so verkacken. Ist immer das gleiche Scheiß. Jetzt. Gleich sehen das ja. Ich verkacke meine Trinity-Rakete immer. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht so. Ah, guck schon, versaut auch theoretisch. Ah, ne, passt.
So, jetzt habe ich mich gerade wieder kurz gehen. Hä? Hey, wer hat meinen Wachhund getötet? So ein Bastard. Gott, wir werden auf meinen Wachhund geschossen. Tjo. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen defensiver bleiben, dass der Score gut bleibt, weil wenn man so einen Kampfheli hat, darf man nicht halt gerade so rumrennen, weil der macht jetzt für dich so die Kills. Lieber deckst du so einen Raum einfach, also muss echt so taktisch da spielen, das ist echt immer das Sinnvollste. Jo, da liegt jetzt ein Koffer, den nehmen wir uns, ein Volltreffer ist möglich. Jetzt meine Frage, wenn mein Kampfheli jetzt einen Volltreffer macht, zählt das dann echt dazu oder nicht? Immer so echt die Frage, ob es dazu zählt. Verbündete Satcom aktiv. Ah, mir fällt ein, ich habe noch einen Hund. Dann muss ich ja noch kurz. Der wird mir in einer Art und Weise schon Unterstützung geben. Was geht ab? Warum ist hier keiner? Und die sind auch nur zu fünft, aber trotzdem. Da müssen doch welche sein. Ich habe immer auf dem Radar gesehen. Jo. Sonst auf jeden Fall, was auch noch Fakt ist. Aiming. Hey, mein Hund macht auch noch ein paar Kills. Guter Hund. Bravo, bravo. Jetzt gebe ich den Volltreffer. Und jetzt habe ich meine Vorräte. Und wieder einen neuen Hund. Will ich doch gar nicht. Nein, so. Jetzt einfach mal, ich muss campen, um meine Vorräte zu bekommen. So, 24-2 ist glaube ich ganz ordentlich bis momentan. Jetzt wenn ich nicht so gerade unbedingt noch mal sterbe. Ey, das ist nicht sein Ernst, oder? Jetzt habe ich gerade noch mal einen Hund. Ah, jetzt habe ich drei Hunde gerade. Toll. Hatte das schon mal jemand? Bestimmt. Jo. Ich hätte lieber irgendwas, was mir noch mal ein paar Kills gebracht hätte. Wäre in irgendeiner Art und Weise bestimmt sinnvoller. Oh nee, da war ein Camper. Ja, weil den hole ich mir jetzt. Naja, 24-3 ist auch okay. Wenn ich jetzt nicht noch den Rest versaue, dann passt das eigentlich, glaube ich, trotzdem so. Wir gewinnen diesen Kampf. Ich glaube, der war da nicht mehr, gell? Guckt. Feindliche Satcom gesichtet. Alter, der Hund hat gerade zwei Leute einfach so mitgenommen. Bei dem Hund läuft richtig und das war mein Handy, also nicht denken, ich habe ein Vibrator bei mir oder so. Jo. Und irgendwie fällt mir auch so auf, wenn es bei mir ein bisschen läuft, dann fällt mir auch leichter. Nein. Ah, ich habe ja noch einen Hund. Hä, sie haben bereits einen Hund. Was soll denn der Scheiß? Ist mein Hund immer noch nicht tot? Also warte, Fakt ist gerade, mein Hund ist nicht tot und er macht keine Kills. Was ist das für ein Wow-Wow? Ich glaube, das ist echt immer so, der gegnerische Hund ist echt immer besser als der eigene. Das ist echt immer so. Das regt so auf, Alter. Tür, die Runde ist auch gleich vorbei. Und bis jetzt 25-4 kann auch ein 25-5 werden. Sogar ohne Probleme. Jo. Jetzt mal gucken, ob ich noch einen Kill mache. Aiming. Ich bin gerade gar nicht konzentriert. Ja, warte, da ist. Nein, ich hab's doch gesagt, es wird noch ein 25-5. Ja Leute, das Ende war jetzt nicht so gut. Ja, auf jeden Fall, die Runde endete 25-5. Ihr habt es gesehen, es könnte besser sein. Wir waren gleich bei 24.
Zwei sogar noch. Ja, toll. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich glaube, das hätte erstmal der Fall sein können, weil es war einigermaßen ein gutes Video. Ist keine Ahnung, wie das Commentary dazu war. Könnt ihr gerne mir in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann und was nicht. Ich akzeptiere Meinungen und sowas. Und ja, und dann sage ich einfach nur, wir sehen uns das nächste Mal. Und lasst, achso, ja genau, lasst ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal.